2017, das ist schon mal toll, ja? 17.09.17. Ah, da könnte man heiraten. Wann ist man heiraten? Das ist schon geheiratet. Aber ich bin jederzeit geheiratet. Auf jeden Fall sitzen wir da gerade in so einem herzigen Café mit kubanischer Musik. Und haben gerade unser thailändisches Morgen bestellt. Genau. Es regnet wieder so ein bisschen und ist auch wie mehr, sagen wir so, aber wir sind ja nicht aus Zucker und kalt ist es auch nicht. Jo, genau. Ja, heute ist Sonntag, heute ist alles ein bisschen ruhiger, es sind nicht so viele Leute unterwegs. Und unser zweitletzter Tag hier, oder? Ja, genau. Morgen geht es wieder mit dem Nachtzug zurück nach Bangkok, wo wir dann noch zwei Tage bleiben, bevor wir wieder in die Schweiz müssen. Okay. Und dann gibt es ein Stück Käse. Es ist immer wieder erstaunlich. Es ist immer wieder erstaunlich, die Thais nehmen die so, wie du bist. Das heisst, sie akzeptieren uns als Perli, sie schauen nicht an, sobald du Tourist um die Junge bist. Wird geschaut. Ja, geschaut. Gekauft. Schade eigentlich. Kein Bad, please. Du bist wir lassen uns einfach ein bisschen treiben heute, mal schauen, wo wir heute angespült werden. So. Und wir melden uns einfach zwischen. Vielleicht macht ihr mein Schatz doch was dazu. Vielleicht. Ich bin mir halt nicht so sicher. Noch nicht so sicher. Wie es an der Hand soll machen oder ich weiß es noch nicht. Vielleicht ist das Motiv das Falsche. Das sind zwei Schwaben. Mal schauen. Also bis später. Tschüss. Wird schon wieder gerade unser Essen. Oh, das sieht so aus. Und jetzt essen wir. Gut. Leute, wir waren beim thailändischen Coiffeur. Für 6 Franken. Für beide. Beide. Ne? Und sie hat es wirklich gut geschnitten. Also muss sagen, obwohl der Laden nicht so nach Profi aussieht. Aber es ist hey, wir haben es geschafft, da zu Thailand zum Coiffeur zu gehen. Und es war ein bisschen dubios, weil sie hat den Aufsatz für die Haarschneidemaschine hat sie mit Tape dran kleben und ich habe schon gedacht, oh Scheiße, ob das echt gut oder nicht. Aber hey, wie man sieht, es ist gut gekommen. Sie hat mir die Seite schön kurz geschnitten und bei ihr auch. Du hast 3 mm, gell? Und ihr Aufsatz ist, glaube ich,
Ja. Ja? Sieht recht kurz aus. Und auf jeden Fall haben wir das Späßli auch durchgemacht. Und wir sind zufrieden und glücklich. Und jetzt gehen wir noch hier weiter und melden uns später wieder. Und übrigens die Kokossuppe und das Chicken Cashew Nut von heute früh um 10 schwätzt immer noch mit uns. Aha. Es ist irgendwie nicht so gut gewesen. Dafür haben wir einen geilen Pfannkuchen noch und einen tollen Kaffee und so. Und ja, jetzt ist sogar die Sonne wieder noch ein bisschen draußen. Ja. Nach halb im Regen. Ja. Also wir melden uns später wieder. Also mittlerweile ist es Abend und wir befinden uns heute auf dem Walking Sunday Market. Mhm. Ja, schon hat sie das Saturday Walking Saturday Market oder so ähnlich. Und jetzt der Sunday Market ist schon am anderen Ort und da laufen wir jetzt ein bisschen drüber mit unserer frischen Hörli. Der macht schöne Musik da. Wir sind mittlerweile wieder im Hotelzimmer zurückgekehrt. Gott, mein Deutsch die letzten Tage, du, das ist ja furchtbar. Heidi, der Pass hat Hände, aber nicht mit den Tipps. Es färbt ab. Oh, die da, wie sie, Kokunkas, aber die Kar. Ich glaube, sie ist genervt. Nein, sie erträgt mich so mit meinem Macken, wie ich bin, oder? Sie ist nie genervt. Und das finde ich so toll, weil sie ist eben nie genervt. Oh, und jetzt haben wir vorne in der Rezeption so eine Nudelsuppe gegessen, am Frühstücksraum, Rezeption, was auch immer, haben wir eine Suppe gegessen. Da gibt es so 5-Minuten-Suppen, weil es eben die Dose wieder geschifft hat. Und jetzt früh sind noch einmal raus zu gehen und es ist unsere letzte Nacht an Chiang Mai. Morgen Abend geht es wieder mit dem Nachtzug nach Bangkok zurück, wo wir noch 2 Tage verbringen und dann den Flieger wieder in die Schweiz nehmen. Die Ferien sind auf jeden Fall total toll bis jetzt. Auf eigene Faust zu reisen, sich alles selber so auszusuchen und zusammenzustellen, ist halt schon das Beste, was es gibt.